Liebe Gäste, liebe Studenten, herzlich willkommen. Man muss schon intensiv Philosophie studiert haben, um diese drei Namen überhaupt zu kennen. Es war noch ein vierter im Spiel, Teilhard de Chardin, der aber jetzt im Zuge der Übersichtlichkeit beiseite gelassen worden sind. Und das ist eigentlich fast eines der zentralen Themen dieser Vorlesungsreihe. Es gibt einen extrem dominanten Mainstream. Bestimmte Autoren werden zitiert, andere werden nicht zitiert. Wenn man, wie Kollege Mike Hosang, studierter Philosoph und habilitierter Sozialökologe, sich um anderes auch zu denken bemüht, als im Mainstream geschrieben steht, da landet man zum Beispiel bei Rudolf Steiner, den zu erwähnen in einem akademischen Kontext schon eigentlich gar nicht angeht. Max Scheler ist einfach ein bedeutender Philosoph, den man nicht mehr zu kennen braucht. Und wer ist Aurobindo Gose? Also ganz enigmatisch, ganz rätselhaft heute die Themenstellungen. Aber dasjenige, was zum Beispiel auf dem Lebensgut verwirklicht wird, eine Initiative von Kurt Biedenkopf, kurz hinter Bautzen gelegen, das Lebenshof Homrenz, das ist nicht denkbar, ohne den Mut, ganz Neues zu denken, den Mainstream zu verlassen, in eben jener Zeit vor 100 Jahren. Und deshalb freue ich mich besonders über den heute so zahlreichen Besuch und wünsche uns allen einen anregenden Vortrag. Schön, dass Sie da sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen, lieber Kollege Vogt, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Als ich jetzt bei der Herfahrt drüber nachdachte, wurde mir noch einmal bewusst, dass der Rahmentitel Ost-West-Kolleg sogar sehr gut passt zu dem Inhalt. Warum? Das wird bald noch sichtbar werden. Konkret schon mal vorab, weil eben genau diese drei Philosophen mehr als andere ein neues Denken anfingen, was eigentlich genau die lange Jahrhunderte lang gespaltene geistige Situation der Erde, wo der Westen also sich mit der Eroberung der Außenwelt beschäftigte und der Osten aufgrund früherer Krisen eher auf dem Weg war, wie man sich aus der Welt zurückzieht, nach innen geht, im Inneren seinen Frieden mit dem Universum findet. Und dass also diese drei Denker mehr als andere dafür stehen, dass es darauf ankommt, diese beiden Qualitäten, die Fähigkeit, die Welt im Außen zu erkennen, zu gestalten, aktiv zu verändern, zu verbinden mit einer gewissen Haltung, dies zu tun, also aus einer gewissen inneren, nicht nur Gelassenheit, sondern auch Freiheit, einer mitgefühlsvollen Haltung für die Dinge, also nicht nur zu erobern, sondern sie sozusagen in einer Art Verbundenheit zu gestalten und mitzuentwickeln. Und dazu aber mehr, und ich habe mir dazu also drei Philosophen ausgesucht, die, wie Kollege Vogt schon sagte, nicht zu den meistzitiertesten in der Gegenwart zählen, die dennoch aber, wenn man sich ein bisschen näher mit der Philosophiegeschichte befasst, alle drei doch Inspiratoren vieler geistiger, aber auch rein praktischer Veränderungen waren, die in dem 20. Jahrhundert einfach schon vonstatten gingen. Und ich werde also zuerst diese drei vorstellen und dann die Bedeutung ihres Denkens sozusagen für die Gegenwart versuchen zu skizzieren, indem ich dann noch ein paar andere der Gegenwart nähere Denker erwähne und diesem Licht nochmal kurz auch skizziere. Ich fange mal an mit einem Zitat von Max Scheler. Max Scheler war also ein Philosoph, der seinen Höhepunkt hatte eigentlich genau um die Zeit, so 1910 bis 1928, und aus seinem späten Schriften Philosophische Weltanschauung ein Zitat, was ja den Rahmen, die Epochenschwelle 2014 deutlich berührt, indem er schreibt: einer Menschheit, die in dem Weltkrieg ihr erstes wirkliches Gesamterlebnis hatte. Denn hier erst beginnt die eine gemeinsame Geschichte der sogenannten Menschheit. Und davon ableitet, dass es so jetzt Aufgabe des Geistes und Willens sei, diesen Ausgleich der Gruppeneigenschaften und Kräfte, also der verschiedenen Völker, Kulturen, Religionen, die bisher miteinander im Clinch lagen,
zu leiten und zu lenken, dass also aus diesem Ausgleich eine Wertsteigerung des Typus entspricht, also anders ausgedrückt, dass sich daraus eine menschliche Kultur entwickelt, die also eine neue Qualität darstellt, um diese neue gemeinsame Menschheit verwirklichen zu können. Also schon ein Satz, der also ausdrückt, dass es Tatsache einen Zusammenhang gibt zwischen dem äußeren Ereignis Erster Weltkrieg und den um diese Zeit entstandenen neuen integralen Philosophen. Ja, Max Scheler, also kurz, lebte von 1874 bis 1928 und war einer der wenigen, oder sagen wir vielleicht auch einer der frühen, der sich traute, die Philosophie, die damals um 1900 schon etwas die Tendenz hatte, in der Hinsicht, wie die Philosophie heute dominiert wird, also etwas sich zu spezialisieren auf Einseitigkeiten, auf sogenannte Fachphilosophien und dabei aber den Blick auf das Ganze aus dem Auge zu verlieren. Und er war einer der Ersten, der meinte, das ist zwar alles gut und richtig, aber damit vergessen wir eine wichtige Aufgabe der Philosophie, eben den Menschen ein gewisses Selbstbewusstsein zu verleihen, an der Schöpfung oder Evolution oder Gestaltung der Welt teilzunehmen. Und das kann er nur, wenn er sich mit sich als Ganzes in diesem Universum auch verortet. Und es ist insofern auch relativ aktuell, wer so die Presse verfolgt, ist in kurzem auch ein spannendes Buch erschienen von einem amerikanischen Philosophen, Moral ohne Religion, der also auch wieder den Finger darauf legt, dass wir eigentlich eben für die Probleme der heutigen Gegenwart, die im Außen halt ökologische Krisen sind und im Inneren sie man als seelische Krisen fassen kann, es uns nicht hilft, sie mit tausend kleinen Rezepten zu kurieren, sondern dass wir eigentlich auch eine Art neue Wertorientierung brauchen und die aber eben nicht unbedingt mehr religiös gefasst sein muss, also nicht irrational und nicht mit Machtstrukturen verhaftet, sondern die diesen inneren Sinn aller Religionen freilegt, also eine gewisse Werthaltigkeit des Universums, des Ungrundes, der Dinge wieder freilegt und den Menschen dadurch etwas inspiriert, ohne dass er also nicht wirklich Mensch sein kann. Ja, Max Scheler hatte eine Geschichtsphilosophie unter anderem, in der er beschrieb, dass die Menschheit auf diesem Weg zu dieser einen Menschheit bestimmte großen Epochen durchlief und die erste große Transformation oder Veränderung, die die Menschheit durchlief, war sozusagen der Sprung von den ursprünglich kleinen, vielen tausend Stämmen, die tausend Sprachen sprachen, so zu größeren Gebilden. Und er meinte, er nannte das politisches Zeitalter oder politische Transformationen. Das geschah mit bestimmten Mitteln von Machtpolitik. Also jeder kennt das, die großen Königreiche Ägyptens, Roms, Chinas, die immer dominiert waren, fast immer von gewissen männlichen Personen, die immer eine gewisse religiöse Begründung hatten, aber eben auch mit Militär, Gewalt zu tun hatten. Und er meinte aber, es ging vielleicht nicht anders, um diese kleinen, zwar in sich relativ harmonischen, oft mit der Natur kooperierenden, aber dennoch gegeneinander feindlichen, sich nicht verstehenden Kulturen erstmal so zusammenzuführen und so gewisse größere menschliche Gebilde auch von Kommunikation zu ermöglichen, war das also eine politische Geschichte. Und die nächste große Epoche, der wir heute noch zum Teil drinstehen, die nächste große Transformation, nannte er die wirtschaftliche Geschichte, das Weltalter wirtschaftlicher Transformation, und begründete es damit, dass also als dann die Welt aufgeteilt war in große Königreiche und große Religionen, das Problem stand, wie kommt der Mensch nun weiter? Wir leben heute immer noch, wir erleben das in der Ukraine, in Afrika, wir erleben es weltweit in den Konflikten zwischen Christentum und Islam. Wir sind also immer noch nicht raus aus der Geschichte, wo also Teilkulturen einer globalen Menschheit sich gegenseitig nicht verstehen, immer noch bekämpfen, weil sie meinen, meine Nation ist die richtige, meine Religion ist die einzig wahre und alle anderen sind also etwas Fremdes, Dummes, Beschränktes. Und er meinte, es war also die Leistung der liberalen Wirtschaft, diese Grenzen zu durchbrechen. Also selbst die großen Könige und selbst die großen Päpste und Propheten, die es nicht schafften, den inneren Kern ihrer Nation, ihrer Kultur, ihrer Religion freizulegen, sozusagen mit wirtschaftlichen Kräften, mit wirtschaftlichen Instrumenten, mit einer gewissen auch Profitgier, sozusagen einfach zu zwingen, Grenzen aufzumachen. Indem wir also heute überall auf der Welt Coca-Cola trinken und Handys benutzen und bestimmte ähnliche T-Shirts benutzen, mag das zwar im gewissen Sinne auch wieder mit Energien geschehen sein, also mit gewissen
egozentrischen Interessen, nach Profit, nach persönlichen Bedürfnisbefriedigung. Aber es hat zumindest den Effekt, dass die Menschheit dabei ist, sich dadurch global zu verstehen, indem alle Coca-Cola trinken, alle Handys benutzen, andere Techniken und Gebilde, erscheint man auf einmal fähig, auch die anderen Völker, die anderen Menschen als Menschen zu verstehen, weil sie nutzen dieselben Dinge und man erkennt sich also jenseits von Nation und Religion. Und er meinte also, dass die wirtschaftliche Epoche, dass auch die Leistung bei aller Negativität von liberalisierter Wirtschaft, dass sie Globalisierung schafft, bleibt dann noch etwas übrig, weil wiederum die Schattenseiten dieser wirtschaftlichen Epoche, die wir alle kennen, brauche ich jetzt nicht aufzählen, eben dafür sorgen, dass also diese Globalisierung bisher eben mit bestimmten beschränkten Interessen vonstatten geht und wieder eben gewisse Seiten der Erde, des Menschen einfach nicht mit hineinnehmen kann, woraus eben die genannten Krisen ökologischer Art, seelischer Art resultieren. Und er ging also davon aus, und das nannte er dann das Weltalter des Ausgleichs, dass es heute darauf ankommt, die Schattenseiten auch dieser wirtschaftlichen Epoche zu integrieren. Und da meinte er, also während es ursprünglich diese Energien von Machtpolitik waren, dann später die eben Energien von Profit, Gier und persönlicher Interessenbefriedigung, kann dieser nächste große Schritt des Ausgleichs oder der erst schon zitierten bei dem Ersten Weltkrieg, eins werdende Menschheit braucht andere Energien, andere Kräfte, andere Kulturen. Und er meinte, es hat stark zu tun, also mit einer inneren Veränderung, also nicht mehr primär äußere Interessen, sondern eine Art Interessenausgleich, die vor allem in uns selbst stattfinden muss. Und dazu komme ich jetzt noch ein bisschen näher. Übrigens, da der Obertitel ist ja Auslöser für neue integrale Philosophien, nicht jeder hat dieses Wort integral benutzt, einige schon, komme ich noch dazu, aber Scheler benutzt das Wort Ausgleich und wer darüber nachdenkt, sieht, dass es eigentlich dasselbe meint. Also eine Ausgleich vorher getrennter Sichtweisen, Interessen, Gefühlswelt. Ja, und er skizzierte also, was so die seiner Meinung nach wichtigsten Elemente dieses Ausgleichs sind. Also zum einen, wie schon gesagt, im Außen die nach wie vor noch übrig bleibende aus der politischen Epoche Trennung von Nation und Religion. Auch wirtschaftlich dann halt der Gespaltenheit in kapitalistische, sozialistische Systeme. Er meinte, da muss es eine gewisse Integration geben, dass keiner dieser Strukturen, gesellschaftlichen Organisationsformen ist letztendlich in sich ganz, sondern sie muss von der anderen Seite etwas lernen. Und kurze Zwischenbemerkung zu dem Ursprung auch der Epochenspalte 1914. Er meinte also, dieser Weltkrieg 1914 war also der Beginn so einer neuen Epoche des Ausgleichs, aber zugleich noch behaftet mit den noch übrig gebliebenen Vergangenheiten. Und wir kennen alle die Geschichte von 2014 und wissen, wie das einerseits zustande kam, in dem also bestimmte wiederum eben nationale Interessen oder nationale Könige, militärische Interessen, einerseits Deutschlands, Österreichs, andererseits Großbritanniens und so weiter, sozusagen einfach da mitspielten, dass deren Interessenkonstellationen durchaus mitwirkten. Aber jeder kennt auch die Berichte, wie auf einmal eben die deutsche Kultur oder andere Völker, auch die Franzosen auf einmal begeistert in diesen Krieg zogen und es empfanden als Beginn eines neuen Zeitalters, ein großes Aufatmen, ein Aufbrechen aus beschränkten, kleinlichen Welten. Es war so für alle auch so ein Gefühl, da entsteht etwas Neues und ich bin da Teil, auch wenn halt die Form noch sehr beschränkt war durch die vergangenen Epochen. Gut, er meinte aber, dieser äußere Ausgleich ist also nur der Rahmen an bedeutender Stelle unter den Arten möglichen Ausgleiches steht die Bildung des diesem Weltalter angemessenen Menschen selbst, des Subjekts, das alle Geschichte erzeugt und hervorbringt. Und er meint, um diese innere Qualität hervorzubringen, braucht es also A, einen Ausgleich oder eine Integration sogenannter männlicher und weiblicher Qualitäten. Es braucht eine Integration von Geist und Leben in der Philosophie. Wer Nietzsche kennt oder andere, hat man das oft auch betrachtet, also als einerseits ein apollinisches, rationales Denksystem mit einer anderen Art von Philosophie, die eher so das innere Leben, die innere Ganzheit, das innere Seinsgefühl des Menschen betont. Er meint, also wir brauchen beides. Wir müssen unsere innere Lebensfreude, Lebenskraft, Inspiration wieder freilegen, aber eben nicht in einer irrationalen Richtung, sondern diese wiederum verbinden mit einer Fähigkeit dazu, zu reflektieren, sie zu klären, ohne diese Rationalität wieder zu Kräften der Verdrängung, der Unterdrückung unserer eigentlichen Intentionen, Sehnsüchte ausarten zu lassen. Und da also das Ost-West-Kolleg
Wir brauchen eine Integration von äußerer Bildung, Aktivität, Subjektivität, wie sie also vor allem in den westlichen Kulturen der letzten Jahrhunderte entwickelt wurde, mit einer Art innerer Bildung, Aktivität, Subjektivität, wo sie vor allem in den östlichen Kulturen bisher kultiviert wurde. Das sind also jetzt alles Auszüge aus einem Buch von ihm, das nennt sich Philosophische Weltanschauung. Gut, jetzt noch ein paar Zitate daraus, um das noch ein bisschen so mit Sprachgefühl zu untersetzen. Die Person, also dieser Mensch, den er meint, der daraus hervorgeht, als entscheidende Kraft dieses Ausgleichs, ist ein Gefüge von geistigen Akten, das je eine einmalige individuelle Selbstkonzentration des einen und selben unendlichen Geistes darstellt, in dem auch die Wesensstruktur der objektiven Welt wurzelt. Gleich ursprünglich aber wurzelt der Mensch auch als Trieb und Lebewesen im gotthaften Drange der Natur. Diese Einheit der Verwurzelung aller Menschen, ja alles Lebendigen im gotthaften Drange, erfahren wir in den großen Bewegungen der Sympathie, der Liebe und allen Formen der kosmischen Einsfühlung. Also auch hier wieder diese beiden Seiten, die ich erst nannte. Ich kann das Männliche und das Weibliche nennen, das Westliche und das Östliche. Es geht also um eine Art innere Stärkung unserer Geisteskraft oder unserer Rationalität, unserer Bewusstseinskraft, aber um eine gleichzeitige sozusagen Reaktivierung bestimmter emotionaler Qualitäten, die er jetzt Sympathie, Liebe und Einsfühlung nennt. Also eine Art Verbundenheit, die nicht bloß eine rationale Idee ist, sondern die wir spüren in uns, als eine Sehnsucht, so auch mit den anderen Wesen der Erde in Verbundenheit real zu sein. So, noch zwei Zitate. Der Mensch ist also nicht Nachbildner einer an sich bestehenden oder schon vor der Schöpfung in Gott fertig vorhandenen Ideenwelt oder Vorsehung, sondern er ist Mitbildner, Mitstifter und Mitvollzieher einer im Weltprozess und mit ihm selbst werdenden ideellen Werdefolge. Der Mensch ist der einzige Ort, in dem und durch den das Urseiende sich nicht nur selbst erfasst und erkennt, sondern er ist auch das Seiende, in dessen freier Entscheidung Gott oder das Urseiende sein bloßes Wesen zu verwirklichen vermag. Weil das ja für unsere Sprache ungewohnte Worte sind, noch kurz ein paar Anmerkungen dazu. Er verwendet öfter das Wort Gott, hat damit zu tun, er selber hat ja auch seine Geschichte in der Kultur seiner Zeit, war also im jüdischen Elternhaus geboren, ist dann zum Katholizismus gewechselt, und als er aber diese Art Philosophie neu entwickelte, bekam er zunehmend Probleme damit und trat dann auch wieder aus. Und deshalb schwankt er noch zwischen diesen Begriffen. Also Gott und das Ursein sind beides versuchen, den Grund der Dinge halt, wir brauchen ja Sprache, wir brauchen Begriffe, irgendwo fassbar zu machen als Bezugssystem für uns. Aber spannend eben hier die Betonung des Menschen, der Rolle des Menschen, der also nicht nur ein zufälliges Produkt ist, ob nur der Schöpfung oder der Evolution, der irgendwo als leibendes Wesen dann sich durch das Leben schlagen muss, sondern der Mensch, der also Bezug hat zu diesem Urgrund, Ungrund oder göttlichen Wesen und aus diesem beteiligt sein am Grund der Dinge, in sich selbst eine Kraft freilegen kann, sozusagen die weitere Entwicklung von Kultur, Gesellschaft real mitzugestalten. Ja, mehr noch, sie hängt von ihm ab. Ob der Mensch also sozusagen jetzt nur in diesen Krisen der Gegenwart irgendwann die Kulturen untergehen lässt oder ob er es schafft, eine neue Kultur zu gestalten, jetzt entscheidet sich nicht irgendwo, sondern halt im und durch den Menschen. Ja, und das noch ein bisschen verstärkt, da also die individuelle Person eines jeden Menschen unmittelbar im ewigen Sein und Geiste verwurzelt ist, gibt es keine allgemeingültig wahre, sondern nur eine individualgültig wahre und zugleich im Maß ihrer Vollkommenheit und Adäquation geschichtlich bedingte inhaltliche Weltanschauung. Wohl aber gibt es eine allgemeingültige Methode, nach der jeder Mensch seine metaphysische Wahrheit finden kann. So ist die moderne Metaphysik nicht mehr Kosmologie und Gegenstandsmetaphysik, sondern Meta-Anthropologie und Akt-Metaphysik. Dieser Gedanke ist in der Philosophiegeschichte nicht so neu, damit beginnt die Philosophie, indem also die griechischen Philosophen sagten, Mensch, erkenne dich selbst, das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Das taucht bei Kants berühmten vier Fragen auf. Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Aber das Wichtigste, was ist der Mensch? Also uns selbst zu verstehen, darum geht es letztendlich und nicht um irgendwo Gebilde zu errichten, um die Welt zu interpretieren. Deshalb also
immer dieser Bezug, es muss jeder auf seine Weise für sich diesen Bezug neu herstellen. Deshalb gibt es also keine allgemeingültige Konstruktion, keine allgemeingültige Theorie, sondern jeder muss sie in sich realisieren können. So ist sie also immer auch individuell. Ja, Metaphysik ist also insofern ein Teil der Philosophie. Meta heißt das Dahinter oder Danach, der die Fragen stellt, was also hinter, unter, über den Dingen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wir können riechen, sehen, hören, schmecken, aber wir können davon ausgehen, dass es etwas gibt, was wir nicht sehen, hören, riechen, schmecken können. Es ist also das, was so der Grund der Dinge ist, das Göttliche, die eigentliche Intention, was wir oft als Sehnsucht verspüren, aber es nicht fassen können, dass also es eine Betätigung geben sollte, des Menschen, der sich damit beschäftigt. Worum geht es also im tieferen Sinne? In diesem Universum und in meinem Leben. Das ist also das Metaphysik, das, was also hinter der Physik, hinter den Naturwissenschaften, hinter den äußeren Dingen dennoch wirklich oder vielleicht eigentlich wirklich ist. Und Anthropologie ist also die gerade schon mit Kant und Sokrates zitierte eigentlich Lehre von dem Menschen. Da gibt es auch wieder eine flache Form. Anthropologie wird in den letzten Jahrzehnten oft betrieben als nur eine biologische oder psychologische Auseinandersetzung mit bestimmten Eigenschaften des Menschen. Aber es gibt eine philosophische Anthropologie, die also sich mit der Frage beschäftigt, was ist der Mensch, also in Bezug zum Ganzen, zum Grund der Dinge, zum Göttlichen, wie auch immer. Und Aktmetaphysik, dann noch also zugespitzt, danke für die Frage, also wiederum diese Art von anthropologischer Metaphysik, die das nicht nur als eine Betrachtung sieht, ne? So ich gucke da irgendwo da draußen und beschäftige mich irgendwo und stöhne Stunden damit oder meditiere oder was auch immer, sondern eben diesen Bezug zu unserem inneren Menschsein herstellt und sozusagen erkennt, dass die Realisierung dieser nächsten Schritte der Evolution oder der Schöpfung quasi ein Akt ist, der durch uns Menschen realisiert werden kann, muss, soll. Gut, nochmal zusammengefasst in einem netten Satz aus seinem Buch Wesen und Form der Sympathie, lustigerweise eben erstmals rausgegeben 1913, kurz vor dem Weltkrieg und dann nochmal aktualisiert 1923, da fällt ein spannender Gedanke, und zwar der Begriff Geist, der also heute in der Philosophie eigentlich kaum noch vorkommt, der aber in der Philosophiegeschichte eine ungeheure Tradition hat, weil er genau versucht, das zu fassen, was wir nicht hören, sehen, riechen, sehen, schmecken können und das dennoch aber offenbar wirklich ist. Er meint, wenn wir das übersetzen wollen, in unsere Gefühls- und Handlungswelt moderner Sprache, meint er, kann man sich das so vorstellen, es ist die Art von Energie, von Inspiration, von Freude, von Kreativität, die entsteht, wenn sich uns in uns Menschen die Qualitäten von Erkenntnis und Bewusstsein mit der Qualität von Liebe oder Sympathie verbinden. Dann entsteht in uns eine Art Fähigkeit, die Dinge zu sehen in ihrem tieferen Sinn und eine Art innerer Drang, in Bezug zu ihnen etwas Sinnvolles zu tun, sage ich mal kurz. Und dann entsteht eine Kraft sozusagen, die in der klassischen Philosophiegeschichte das ist, was man geistige Wirklichkeit nennt. Also man kann es nicht sehen, hören, riechen, schmecken, dennoch hat es eine ungeheure Wirkungsmacht. Und er meint, in uns Menschen also wird es freigesetzt, wenn wir in diesem Gefühl von liebevoller Verbundenheit sind, statt von egozentrischer Bedürftigkeit. Und das noch im Mischen aber mit einer Art von Licht, Klarheit, Bewusstsein, was es dann eben auch aus den Tücken eben von Emotionen heraus ist. Gut, damit soweit Max Scheler. Ich komme zum nächsten. Aurobindo Ghosh ist in unseren westlichen Kulturen noch weniger bekannt und wird in den heutigen Philosophie-Lehrstühlen und Studiengängen, glaube ich, gar nicht erwähnt. Er hat allerdings eben auf klassisch-westliche Weise Philosophie studiert, und zwar in England. Hatte damit zu tun, er ist also zwar in Indien geboren, aber sein Vater schickte ihn also mit 7 Jahren nach England, weil er meinte, die indische Kultur und Philosophie ist zwar tief und hat diese Verbundenheit, aber ihr fehlt das westliche Denken, die westliche Klarheit. Also schickte er ihn mit 7 Jahren nach England, wo er mit wenig Mitteln, hat oft gehungert, dennoch hervorragende Abschlüsse erlangte und aber dennoch am Schluss sagte mit 18 Jahren, England ist trotzdem nicht mein Lebensfeld, die Menschen sind alle so seltsam, ich will wieder zurück nach Indien. Er ging also wieder zurück nach Indien. Wurde, ist nicht so ganz so bekannt, neben Gandhi eigentlich einer der genauso wichtigen Inspiratoren der indischen Befreiungsbewegung. Und aber das Spannende, weil wir bei 1914 sind, er begann 1914 sozusagen eine Zeitschrift herauszugeben, Araya, und schrieb darin sozusagen seine philosophischen Werke. Die hatten so interessante Namen wie Synthese des Yoga, Zyklus der menschlichen Entwicklung, wo also ähnlich wie Scheler schon gezeigt, so eine bestimmte Abfolge menschlicher
Epochen darstellt. Auch hat man auch schon bei Scheler das Ideal einer geeinten Menschheit, weil also auch sah, dass es Zeit wird, dieses Ideal einer geeinten Menschheit praktisch zu entwickeln. The Life Divine, das göttliche Leben und die Dichtung der Zukunft. Nur mal jetzt in den Raum gestellt, ich gehe jetzt nicht darauf weiter ein, aber um ein Gefühl zu bekommen, was er versuchte da an Gedanken in den Raum zu stellen. Und er nannte sein System, seine Philosophie integralen Yoga, weil er, wie gesagt, letztendlich die indische oder östliche Kultur als für die Zukunft wichtiger empfand, als diese westliche Fähigkeit, die äußere Welt zu gestalten. Obwohl es eben für unsere Begriffe eine integrale Philosophie ist, in der also das westliche, in England gelernte, rationale Denken verband mit den indischen Fähigkeiten, die Innenwelt zu kontemplieren oder zu verstehen. Und eine wesentliche Rolle in seiner Philosophie spielt etwas, was er das psychische Wesen nennt. Und er begreift es als den Funken des Göttlichen im Menschen, die individuelle Seele, welche sowohl die Evolution des Individuums als auch die Evolution der menschlichen Gesellschaft von innen her motiviert. Also vorgestellt, ein Gedanke, der uns in unserer westlichen Kultur nach wie vor relativ fremd ist, obwohl eben die großen Philosophen auch der westlichen Welt, so von Fichte über Schelling bis Hegel, immer mal spüren, so den tieferen Sinn, die tiefere Sehnsucht des Seins, wie sie in uns, in unserer Einmaligkeit, in unserer einmaligen Persönlichkeit sozusagen sich ausdrücken möchte. Ja. Und er versuchte also zu zeigen, dass es in Zukunft also auch primär darum geht, dass der Mensch sich selbst entwickelt und nicht so sehr wie bisher seine Kräfte so auf die Unterordnung, Beherrschung der äußeren Dinge richtet. Und meinte, es sei also wichtig, da zu lernen, eine Art neue Harmonie zwischen unseren physischen, vitalen und mentalen Qualitäten. Also Physis ist, glaube ich, eben klar, das Körperliche, aber auch das Vitale ist insofern wichtig. Mit Vital meint er also, was Scheler auch nannte, so diese Sympathie, Empathie, also sozusagen die Lebensenergie, die in der westlichen Kultur teilweise auftaucht, bei Menschen wie Freud oder Wilhelm Reich, die aber eigentlich nach wie vor nicht wirklich enthalten ist, dass wir Menschen also nicht bloß rational denkende Wesen sind, sondern sozusagen es etwas gibt, was uns inspiriert, also eine Art von Energie, von Feld, was einen Unterschied macht, ob ich das in mir lebendig erhalte oder ob ich sozusagen einfach nur mich als ängstliches Wesen so gegenüber einer seltsamen Welt ausgesetzt fühle. Genau, und diese also Ganzheit unserer inneren menschlichen, also mental dann dazu das rationale inneren Menschlichkeit dann wiederum zu nutzen, da wir diese Aktmetaphysik für ein gelassenes Engagement, für eine freie und solidarische Wirtschaft und Gesellschaft. Also wir brauchen, meint er, eben diese neue integrierte Innenwelt, um dann in einer Art schon Engagement, aber ohne jetzt Hass, ohne Stress, mit einer gewissen Gelassenheit, die eben daher rührt, dass wir wieder spüren, dass es das Richtige ist, dass es den Sinn des Ganzen entspricht, eben beizutragen, die Welt im Außen zu verändern. So, zuletzt noch ein spannenden, finde ich, Begriff, den er übernimmt aus der hinduistischen, also indischen Philosophie, Sat-Chit-Ananda als Sinn der Evolution von Selbst und Welt. Also wenn ich jetzt also nochmal neu die Frage stelle, aus seiner Perspektive, das, was im Scheler das Urseiende nannte oder wir das Göttliche von mir aus oder Gott, was ist das denn nur eigentlich? Es ist irgendwo ein Begriff, in dem irgendwo etwas seltsam unbegreifbar gegenübersteht, hat die hinduistische oder östliche Tradition zumindest es geschafft, das ein bisschen lebendiger zu halten. Und Sat heißt das Sein, Chit das Bewusstsein und Ananda die Freude oder Seligkeit. So, also vorstellen, so der Grund der Dinge, die Essenz der Evolution oder unseres menschlichen Wesens sozusagen eine Integration von Seinsmächtigkeit mit einem Bewusstsein, aber dazu noch eine gewisse innere Fröhlichkeit, Freude, Seligkeit, das ist also nicht eine trockene, verkrampfte Aktivität ist, sondern ist, wo wir auch spüren, wo wir uns im Einklang mit den Dingen tatsächlich auch freudvoll wahrnehmen, nebenbei. Ne? Deshalb also Sat-Chit-Ananda als eine differenziertere Wortwahl, um das eben göttliche Wesen oder das Urseiende irgendwo etwas emotionaler fassbar zu machen. Gut, der dritte im Bunde, oder in unserem heutigen Bunde, Rudolf Steiner, den kennt zumindest wahrscheinlich jeder von Ihnen etwas mehr als Max Scheler und Aurobindo, weil
er in der heutigen Kultur ja lebendig ist in vielen anthroposophischen Unternehmen, Bildungsformen. Ja, er lebt also auch in diesem Zeitraum 1861 bis 1925, geboren in Kroatien. Er beschäftigt sich zuerst mit den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, die gab er heraus. Dazu zu sagen noch, er hatte versucht zu studieren in Wien, glaube ich. Mangels Geld hat das nicht zu Ende geführt, hat ihn aber nicht gehindert, ihm dann noch mit einem gewissen Mut die geistige Kultur seiner Zeit zu gestalten. Ja, eines seiner ersten, und er meinte auch im Alter noch sein wichtigstes Werk, hieß Philosophie der Freiheit. Dabei wurde er stark inspiriert von Fichte, darauf komme ich später nochmal. Er wurde dann später, 1902 bis 1912, Generalsekretär der Deutschen Theosophischen Gesellschaft, die wahrscheinlich ja auch nicht so bekannt ist. Und zwar muss man sich jetzt vorstellen, dass damals mit dieser wirtschaftlichen Globalisierung, die erste große Welle war so Ende des 19. Jahrhunderts, schon auch eine erste Wiederbegegnung der Kulturen stattfand. Ne? Also westliche Menschen gingen nach Osten, kamen in Kontakt durch den Austausch wirtschaftlicher Güter. Und es entstand also in Amerika zuerst und dann in Deutschland eine Zweigstelle, eine theosophische Gesellschaft. So übersetzt sozusagen die Weisheit des Göttlichen, die also versuchte mit einer Art Begriffskultur wiederum auch den positiven Sinn von Religionen wieder aufzuheben, zu aktualisieren. Ne? Also nicht mehr religiös zu fassen, sondern dennoch zu sehen, es gibt so etwas wie einen tieferen Grund, etwas Göttliches, wie auch immer ich das nennen mag, etwas Urseiendes, und dass wir ein Wissen davon brauchen und das kultivieren müssen. Und später dann erst 1912, es gab dann gewisse Konflikte in dieser theosophischen Gesellschaft, sozusagen führte er die deutsche Sektion da heraus und gründete 1912, also wiederum nicht allzu weit weg von 1914, die anthroposophische Gesellschaft. Und wie schon gesagt, viele der da quasi aus diesem geistigen Impuls entstandenen, auch wieder im Akt Metaphysik, als Tat, als Wirkung aus dem Geist heraus von ihm gesehenen Weltinspiration, Veränderungen, waren eben eine gewisse Reformation der Pädagogik, die damals also noch stärker als heute von einer gewissen patriarchalen Struktur geprägt war. Also man setzte den Kindern Wissen vor, das sollten sie lernen, und eben eine Pädagogik, jeder kennt das zum Teil, die Waldorfpädagogik, die also ganz anders herangeht, die versucht die Menschen ganzheitlich zu bilden mit einer gewissen auch Freiheit von Bewertung und so weiter. Andere Dinge, eben die biologisch-dynamische Landwirtschaft, also die damals quasi erste Intention, die Versorgung mit Lebensmitteln in Bezug zur Natur zu gestalten und nicht nur als eine Art Benutzung oder Auspressung von Natur zu sehen. Andere Unternehmen, die heute auch relativ stark und immer noch im Wachsen sind, die auch jeder kennt, GLS Bank, die also seit dieser Finanzkrise unheimlich viel Zuwachs hat, also eine sozusagen Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken heißt das eigentlich, also die Idee eines Banksystems, was eben nicht darauf abzielt, möglichst viel Profit zu machen, sondern sich uns zu unterstützen, gegenseitig Prozesse, Projekte, Unternehmen zu finanzieren. Oder eben auch bekannt, glaube ich, heute Götz Werner, der Begründer des DM-Marktes, die also eigentlich auch nicht zufällig erfolgreich ist im Vergleich zu Schlecker etc., weil es eben auch da, man spürt einfach einen gewissen geistigen Grund dahin. Und als letzten Punkt, das Konzept der sozialen Dreigliederung war relativ konkret motiviert durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er hat quasi dann, ich glaube, 1917 oder 18 den Versuch gemacht, sozusagen direkt an den deutschen Kaiser und ich glaube auch den österreichischen, dann ihm zu sagen, wir brauchen eine andere Gesellschaft und wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen. Es reicht nicht, quasi weder diese patriarchalen Strukturen zu beleben, aber auch die bloße Demokratie, wie wir sie kennen, reicht nicht aus, weil sie einfach zu irrational bleibt. Versuchte also eine gesellschaftliche Alternative ihm nahezulegen, die folgende Grundidee hat, dass die Gesellschaft also nicht irgendwo ein unbegriffenes, vielfältiges Gebilde ist, sondern aus verschiedenen, der moderne Begriff dafür ist Subsysteme, den hat er noch nicht, hat also sagen wir, verschiedene
gesellschaftliche Teilbereiche, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Es bringt nichts, das sozusagen ein paar Parlamentariern aufzugeben, sich mit allem zu beschäftigen. Dann passiert nichts wirklich qualitativ kultiviert sinnvoll. Und er meinte also, es macht Sinn, diese drei Qualitäten zu unterscheiden, die er nannte: A, das Geistesleben, also alles das, was mit Bildung, Wissenschaft, Religion, Kultur, Zusammenwirkung zu tun hat. Aber er nannte auch damals schon den Begriff Kreativität, also das, was Menschen also im Eigentlichen befähigt, Neues hervorzubringen, Dinge anders zu sehen, sie anders zu gestalten. Dann das zweite Ebene, das Rechtsleben, was also damit zu tun hat mit gesellschaftlicher Ordnung, im konkreteren Sinne mit Gesetzen, Regeln, Vereinbarungen. Und als dritte Qualität das Wirtschaftsleben, wo es um die Produktion, den Handel, den Konsum von Waren und Dienstleistungen geht. Und er unterlegte das auch noch aber mit einem bestimmten Wertgefüge, indem er also abgeleitet von den Grundideen der Französischen Revolution meinte, das Geistesleben müsse primär eben der Qualität der Freiheit dienen, also die Menschen befähigen als Individuum, die auch bei Scheler schon aufgetaucht, eben persönliche, individuelle Qualität der Subjektivität zu entwickeln, nicht bloß eben Anhänger einer Religion, einer Philosophie oder eines Wirtschaftsunternehmens zu werden, sondern ihre ganz persönliche Fähigkeit, Kompetenz als Teil dieser Evolution zu verstehen. Das geht eben, meint er, nur, wenn jeder Mensch sich primär als ein freies Wesen begreift, was eben seine eigene, mit dem Ganzen verbundene, dann auch einmalige Intention entwickeln muss. Im Rechtsleben, meint er, geht es um Gleichheit, also zu sichern, dass Menschen also nicht aufgrund religiöser, wirtschaftlicher, nationaler Unterschiede einfach sich bevorzugen gegeneinander und sich entsprechend gegenseitig ausbeuten, unterdrücken und so weiter. Und im Wirtschaftsleben, meinte er, müsse es dann davon abgeleitet um so etwas gehen wie Brüderlichkeit, also auch nicht darum, möglichst viel von Dingen anzuhäufen, um den Preis, dass andere verhungern, sondern halt darauf zu achten, dass Dinge, Güter produziert werden, die eben dafür sorgen, dass alle Menschen dieser Welt sich frei entwickeln können. Genau, das war jetzt die Vorstellung dieser von mir ausgewählten sozusagen drei Personen, die, ich denke, auf besondere Weise, und wer jetzt genauer zugehört hat, ihr habt auch gesehen, auf durchaus ähnliche Weise, ne? Bei allen taucht dieser Bezug eben eine Aktivität, die außen und innen vereint auf. Bei allen taucht aber vor allem dieser Punkt auf, dass der Mensch sich für dieses neue Weltalter des Ausgleichs vor allem in seiner eigenen Subjektivität, in seiner eigenen Individualität, in seiner Kreativität entwickeln muss, um das überhaupt tun zu können. Ne? So. Und jetzt noch etwas dazu, wie, inwiefern das also nach wie vor aktuell ist. Ne? Dass ihr nicht damals zufällig 1914 also aufgrund der Krise nur dazu kam, sich irgendwas auszudenken, sondern dass es eigentlich den Punkt trifft, der heute noch aktueller als damals ist, der aber leider, das ist oft so, bisher noch nicht mit derselben Qualität eben Philosophien hervorbringt, wie sie bei diesen dreien damals angedacht wurden. Obwohl es Tendenzen gibt, die stelle ich auch noch kurz vor. Gut, ja, also wir leben in einer Zeit der großen Transformation, insofern etwas, was 1914 begann, was immer noch nicht abgeschlossen ist. Jetzt nur als Beispiel eben eine Broschüre der Bundesregierung, die das inzwischen selber feststellt, dass es also um Veränderungen im ganzen großen Sinne geht, nicht um irgendwelche kleinen Reformchen. Und dafür eine völlig neue Art von Gesellschaftsvertrag notwendig ist. Ein anderes Zitat von Peter Sloterdijk, also einer der heute populären Philosophen, der drückt das damit verbundene Problem aber so aus: Die Menschheit sitzt auf einem Berg an Lösungen, doch es fehlt noch an hinreichend motivierten Anwendern, die den Berg abtragen, indem sie die Intelligenzreserven in die tägliche Praxis überführen. Es ist nicht die Moral, die uns behindert, und es ist nicht die Unlösbarkeit der Aufgaben, die uns das Leben schwer macht. Es ist eher so etwas wie ein anthropologischer Block, der die Prozesse so am Boden hält. Ne? Nicht zufällig fällt dir dieses Wort anthropologischer Block. Und ich hatte erst erläutert, ne, dass eigentlich das sozusagen das Nadelöhr ist, diese neue Art von Selbstbesinnung des Menschen auf seine Fähigkeit, seine Subjektivität, sein Selbstvertrauen, die Dinge auch verändern zu können. Es ist also nicht ausreichend dafür, jetzt bestimmte Techniken zu haben, ob
ökologische Techniken, E-Autos, Solarenergie und so weiter, was alles wichtig ist, was aber nicht ausreicht, solange nicht Menschen sozusagen sich dazu befähigen, daraus auch neue, ganzheitlich sinnvolle Lösungen zu organisieren. Sonst ist das wieder nur Teil von funktionalistischen Subsystemen, die sich gegenseitig im Großen und Ganzen zerstören. Also kurz eben, wie sich das äußert, während die Bundesregierung oder die ganze EU immer noch davon spricht, den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren um 40% zu reduzieren, sieht die Realität so aus, dass er seit 1990 jedes Jahr um 10% steigt, einfach aus folgendem Grund, dass ein Großteil der Produkte, die wir hier konsumieren, wird halt hier nicht hergestellt, geht also nicht auf unser CO2-Konto, er wird in China hergestellt, aber alle Produkte, die wir hier nutzen, zusammengezählt, gibt es keine Reduktion von CO2-Ausstoß bisher, sondern jedes Jahr ein Steigen um 10%. Was aber, wie gesagt, Folge unserer nur äußeren Teilsichtweisen auf die Welt ist und nicht betrachtet, also dass hinter CO2-Produktion eben auch eine globale Arbeitsteilung steht, eine Ausbeutung von Menschen in Bangladesch und China und so weiter und so fort. Das wird also nach wie vor feinsäuberlich getrennt, indem also die Bundesregierung Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht oder Unternehmen und andere sich mit sozialen Problemen beschäftigen, aber man denkt es nicht zusammen. Und deshalb also meint er, braucht es auch eher so eine Art tiefere, ganzheitliche, menschliche Veränderung, um uns dazu zu befähigen, die Dinge also in diesen integralen Zusammenhang künftig anzugehen, weil sonst, meint er, geschieht nichts wirklich. Ein Philosoph, der den Mut hatte, auch in unserer westlichen Kultur so zumindest relativ stark wieder diesem Punkt nahe zu kommen, den diese drei Philosophen damals gelegt hatten, war Herbert Marcuse. Es war ein Vertreter der sogenannten kritischen Theorie, kritischen Sozialtheorie, die bei mir Sozialtheorie hatten, hatten nicht so mal den Namen gehört. Er schrieb damals schon, lustigerweise 68, ein Buch, das hieß Befreiung von der Überflussgesellschaft. Wer den heutigen Buchmarkt verfolgt, könnte meinen, es sei heute geschrieben worden, weil diese Buchtitel tauchen heute erst wieder auf. So, sie waren dann 40 Jahre lang verschollen, aber er brachte diesen Begriff damals schon. Er meinte also, der Ausweg aus dieser Art von immer weiter, höher, schneller ist keine rein technische Lösung, es ist eine Befreiung, die wir vollziehen müssen. Und das hat also wiederum mit uns zu tun und weniger mit den Dingen im Außen. Weil eben diese Überflussgesellschaft, in der wir leben, zwar einerseits eben materiell organisiert ist, aber andererseits eine besondere geschichtliche Form von Unfreiheit oder noch stärker ausgedrückt von Selbstrepression, von Selbstunterdrückung, Selbstentmächtigung darstellt. Ja, und er prägte einen lustigen Begriff, den ich insofern spannend finde, weil die meisten von Ihnen haben auch so eine Fächer wie Ästhetik und ähnliche Dinge. Er versuchte dieses Weltalter, diese innere Transformation, also zusammenzufassen, wie gesagt, ist ja schwierig, diese Brücke zu denken zwischen einer äußeren und der inneren Veränderung, weil wir oft die Worte gar nicht haben, wie wir diese Ganzheit fassen. Und er prägt also den spannenden Begriff damals schon, es geht um eine ästhetisch-erotische Transformation. Und ästhetisch in seinem Sinne bedeutet also um eine neue Art, das ist also Ästhetik ja klassisch, von Intensität, von Sensibilität, von Emanzipation, von Wahrnehmung, eine Fähigkeit, die Dinge also ganzheitlich auch im Inneren strahlen zu sehen, das ist sozusagen, dass wir uns befähigen, offener zu werden, unsere Scheuklappen ablegen können, die Schönheit der Welt erfahren können. Und er meinte aber, um das zu können, brauchen wir auch etwas, was die klassischen griechischen Philosophen Eros nannten, was nicht primär Sexualität meinte, sondern eine Art Sehnsucht und Energie universeller Resonanz, wieder spüren zu können, dass die Verbindung da ist und dass wir die Dinge, wenn wir sie betrachten, eben nicht nur von außen betrachten, sondern uns auch, sagen wir, aus einer inneren Verbundenheit in sie einfühlen und dann sie eigentlich erst ganzheitlich sehen können, ob in Form von Kunstwerken oder auch den Dingen der Welt überall. Also sozusagen nochmal kurz zurück. Damals um 1914 gab es also die erste Welle dieser Transformation, hatte ich schon kurz dargestellt. Und diese Begriffe, die nochmal eingeblendet sind, Jugendstil, Jugendbewegung, Dadaismus und so weiter, waren also frühe Versuche, die nach dem Weltkrieg halt großteils wieder verschwanden, aber die um diese Zeit nach 1900 aufblühten, als, wer sie kennt, Tatsache, Intentionen, mehr oder weniger bewusst, die eine solche ästhetisch-erotische Transformation einfach so einzuleiten versuchten auf verschiedene Weise, also diese Energie einfach verfolgten, diese Intentionen auf verschiedene Weise irgendwo versuchten auszudrücken. Und es gab dann die zweite Welle 1968, die von Marcuse stark mit ausgelöst wurde, also der war der entscheidende Philosoph, der
Menschen, die dann sich praktisch dann da in Form von Studentenprotesten oder in San Francisco diesen Summer of Love und alles, was daraus folgte, sozusagen ermächtigten, da eine neue Kultur anzudenken, anzufühlen. Ja, und jetzt komme ich noch näher zur Gegenwart. Ich hatte ja gesagt, er sprach von einer ästhetisch-erotischen Transformation. Es gibt zumindest Versuche, und einer der Vertreter ist Andreas Reckwitz, wir haben das Buch zum Teil behandelt, die Erfindung der Kreativität, zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, der versucht zu beschreiben, dass die unterschwelligen Veränderungsprozesse der letzten Jahrzehnte, die in unserer westlichen Kultur eben stark ausgelöst wurden durch diese 1968er Kulturrevolution, die aber wie alle Intentionen dann erstmal auf die Abwehr, auf die Angst der etablierten Strukturen stießen und deshalb also erstmal wieder untergingen, aber weiter, dass das ausgelöst hat, Veränderungen in allen Bereichen, in der Art des Alltagslebens, in der Art der Produkte, der Kunst, der Wissenschaft. Und er meint deshalb, wenn wir also heute unsere Realität betrachten, steht im Zentrum der Güterproduktion eigentlich schon gar nicht mehr die Erzeugung von Dingen, auch nicht von Informationen, sondern die Herstellung von Symbolen, von Sinneserlebnissen, von positiven Emotionen im Sinne affektiver Intensität. Also übersetzt, wenn wir also uns ein Auto kaufen, wenn wir uns ein Handy kaufen, wenn wir uns eine Klamotte, eine Sache kaufen, wir kaufen sie eigentlich gar nicht mehr wegen des reinen Gebrauchswertes, weil sie uns wärmen, weil sie uns fortbewegen, sondern wir achten immer auch schon irgendwo unbewusst darauf, so, und die ganze Werbeindustrie lebt davon, ob sie uns irgendwo ganzheitlicher, ästhetischer gut tut. Und er meint eben, obwohl wir das nicht kommunizieren, obwohl unsere Wirtschaftswissenschaft das nicht behandelt, sind Konsumenten der heutigen Zeit in erster Linie an einer solchen sinnlich-emotionalen Nutzung interessiert. Die Relation zwischen Publikum und Kreateuren wiederum wird über ein Aufmerksamkeitsmanagement für sinnliche Reize und emotionale Verheißungen reguliert. Also was Werbeindustrie tut, ist genau das, den Menschen also sozusagen zu versprechen, wenn du dir dieses Hemd kaufst oder dieses Auto, wirst du endlich ganz Mensch sein dürfen, und ohne das wirklich offen zu legen, was damit halt kommuniziert wird. Ja, das Problem aber, bewusst dieser Gegensatz, ne, dass diese Ästhetisierung des Marktes, der modernen Wirtschaft und Gesellschaft, eben bisher aber diese zweite Seite von Marcuse, diese erotische oder Verbundenheit oder was Scheler nannte, eben Sympathie oder Liebe, nicht mehr transportiert, also immer noch Teil eines kapitalistischen Geschehens, was den Zweck, die Intention hat, den Menschen Dinge aufzuschwatzen und deshalb also nach wie vor eher eine gewisse Gespaltenheit ist oder auch dem Kunstmarkt, jeder weiß, dass es heute primär darum geht, irgendwelche Werke zu Millionen zu versteigern und nicht mehr primär darum, ob dieses Kunstwerk eine gewisse innere Ästhetik oder von mir aus noch Erotik in diesem Sinne ausstrahlt. Das ist nicht das primäre Qualitätsmerkmal. Sondern dass also wir nach wie vor diese Spaltung haben. Eine Ästhetisierung, die aber im Äußeren stattfindet und die innere Qualität des Menschen bisher nicht mit integriert. Das heißt, es stehen also Fragen, wenn wir also jetzt ausgehen von den genannten Impulsen, überlegen müssten, wie kann also heute 2014 so eine ausgleichende Transformation, eine ästhetisch-erotische Transformation stattfinden. Also wie können wir diese beiden Seiten verbinden? Wie kann Ästhetisierung mit Resonanz verbunden werden? Wie kann Freiheit mit Verbundenheit sich wiederfinden? Und jetzt ganz am Schluss noch ein paar, zumindest Informationen über ein paar Bewegungen weltweit, die das zumindest versuchen. Es gibt leider bisher nicht in Deutschland, aber in den USA spannende neue Bewegungen, die irgendwie nicht rein philosophisch sind, weil leider der Begriff Philosophie etwas verkommen ist. Also wer in den heutigen Universitäten Philosophie studiert, bekommt von dieser ästhetisch-erotischen Energie relativ wenig mit. Also es gibt nicht zufällig halt mal wieder in den USA entstanden, weil die etwas halt mehr Spielräume eröffnet aufgrund ihrer Tradition der Freiheit. Also Bewegungen, die benutzen Begriffe Evolution der Evolution, Conscious Evolution, und das biegt eigentlich zurück zu dem Punkt, den ich eingangs versuchte darzustellen, mit Scheler, Aurobindo und Rudolf Steiner. Dass wir also die beiden Qualitäten zusammenbringen müssen. Wir brauchen eine intensivierte soziale und technologische Kreativität, aber die muss verbunden sein mit einer vertieften
Spiritualität oder Bewusstheit. Dass es also insofern um einen Wandel geht, der ganz anders ist, als die, die wir uns bisher meistens vorstellen. Hier noch ein Bild dazu. Sie meinen also diese neue Qualität von Menschsein, die sich hier in diesem lila Kreis ausdrückt, evolutionäres Selbst, unterscheidet sich von den beiden Qualitäten des Menschseins, die wir bisher kennen. Und wir kennen bisher das links unten, das ist also mal kurz das Freudsche System. Jeder kennt das vielleicht irgendwoher. Der westliche Psychologie hat es geschafft, zumindest im Menschen verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Es gibt das menschliche Ich, das hat irgendwo ein Unterbewusstes, Unbewusstes, was er es nannte, und es hat ein Über-Ich, was sozusagen die gesellschaftlichen Konventionen sind, die von den Menschen erwartet wurden. In der Mitte ist also dann das Ich, was so zwischen den irrationalen Trieben und den moralischen Anforderungen von Eltern und Gesellschaft irgendwo versucht klarzukommen und eigentlich sein Leben lang dann bloß irgendwie darum kämpft, so irgendwo damit überhaupt klarzukommen. Und es gibt oben links dann das mehr östliche System, wir nennen es mal das Transzendente Selbst, also all die Techniken, die man heute zum Teil kennt, wie Yoga, wie Meditation, was also darauf abzielt, diese leidvolle, zerstörerische Welt zu verlassen, sich zurückzuziehen in irgendein Inneres, deshalb Transzendent, wo ich dann also mit den Ewigen irgendwo eins bin, mich die Welt nicht mehr interessiert. Klassisch eben der Yogi, der irgendwo in der Höhle auf seinen Nägeln sitzt, die Welt Welt sein lässt und sich so im ewigen Nirvana wählt. Und eben die Intention, beides trifft nicht den Punkt, wir brauchen die Mitte, wir brauchen beides. Wir brauchen ein evolutionäres Selbstbewusstsein, was den Menschen schon als Teil sieht, auch der äußeren Welt, der Dinge, der Wirtschaft und Gesellschaft, aber was zugleich sieht, dass er mehr ist als das, dass er in sich also auch diesen Impuls, die Sehnsucht hat des Ungrundes, des Göttlichen, wie immer ich das nennen mag, der Evolution, und aus diesem Bewusstsein, dass er also jenseits seiner beschränkten Bedürfnisse nach Hunger, Sexualität, Macht und so weiter in sich eine tiefere Sehnsucht hat, die also sozusagen die Stimme der Evolution oder der Schöpfung in ihm ist, die man hören kann, die Künstler, Literaten oft bezeichnen als eine innere Stimme, das innere Glöckchen, was auch immer, was man also manchmal verspürt als eine Art Intention, dass das Leben mehr will von mir, als irgendwo jetzt mitzuspielen in diesen Spielen dieser Gesellschaft. Und dass wir aber, wenn wir uns das bewusst wird, dass in uns also diese Kraft ist, dieser Akt-Metaphysik Mitgestalter zu sein der Evolution, dann sind wir als Menschen fähig, uns also zu befreien aus den beschränkten Interessen, aus den Konventionen der Gesellschaft, der Wirtschaft, weil wir wissen, wir sind mehr. Das Problem ist immer nur, es mangelt uns oft an diesem Selbstbewusstsein, dass wir mehr sind. Also ein Selbst, was sich als Teilnehmer der Evolution versteht, weil es versteht, dass der Mensch nie aufgeht in den Erwartungen von Eltern, Universitäten, Wirtschafts-, Gesellschafts-, Kulturleben, was seine historische Epoche ihm bereitstellt, dass er immer auch das Ewige sozusagen sich neu ausdrücken will. Die Grundthesen dazu also nochmal zusammengefasst, Menschen sind sich entwickelnde Wesen in einem sich entwickelnden Universum. Es gibt eine leise innere Stimme und Sehnsucht dieser universellen Evolution im Menschen, welche Grund aller religiösen wie areligiösen Ethik ist. Und das Bewusstwerden dieses evolutionären Selbst als Grund der eigenen größeren Sehnsüchte befreit eben menschliche Individuen aus kulturellen Konditionierungen sowie auch seinen Ich-Ängsten und befähigt sie zu außergewöhnlicher, ich-freier Kreativität und zugleich zu aktiver Mitwirkung bei der weiteren Evolution von Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Jetzt noch zum Schluss ein, finde ich, recht interessantes Bild, weil Sie finden dann hier die Namen wieder, die ich nannte zum Teil. Hier ist Rudolf Steiner, hier ist Aurobindo, Max Scheler haben Sie jetzt hier vergessen, der gehört aber auch dahin. Das Spannende, was ich aber finde, ist hier oben. Hier stehen Böhme, Jakob Böhme und Johann Gottlieb Fichte. Böhme, vielleicht hat alle schon mal gehört, die in Görlitz sind, so ein Schuster, der hier geboren wurde. Der ist quasi hier genannt als der Auslöser eines völlig neuen Denkens, was also dann diese anderen hervorbrachte. Und wer sich mal näher mit ihm beschäftigen mag, wird das auch sehen, dass also über bestimmte, nicht wirklich bisher wissenschaftlich aufgearbeitete Wege, die also führten über bestimmte Auswanderer, religiöse Sekten, die also über Holland, England in die USA auswanderten,
seine Philosophie mitnahmen und dann sozusagen wiederum andere inspirierten, dass er Tatsache auf gewisse seltsame Weise Inspirator erstaunlicher geistiger Bewegungen der letzten Jahrhunderte war und ist, dass er mich zufällig auch von Hegel als der erste deutsche Philosoph bezeichnet wurde. Spannend aber noch dieser Fichte, weil alle diese drei genannten, Max Scheler, Aurobindo und Steiner, waren in gewissem Sinne Schüler von Fichte. Ich hatte es bei Steiner schon genannt, er sagt nach wie vor, sein wichtigstes Werk war die Philosophie der Freiheit. Wer das mal lesen mag, ist quasi eine Art Neuauslegung von Fichtes Philosophie der Freiheit. Aurobindo hatte eben in England die deutsche Philosophie studiert und das eine Buch von den hier genannten, die Life Divine, das göttliche Leben, ist quasi ein Begriff, der bei Fichte auftaucht, dass also es darum geht, in unserem Ich- und Selbstbewusstsein dieses göttliche Leben bewusster zu vollziehen. Und auch Max Scheler sozusagen in dieser schon erst erläuterten Akt-Metaphysik legte also den Punkt auf eine Wunde der modernen westlichen Kultur, indem er etwas, was auch Fichte erstmals in die Welt brachte, dass der Mensch also Teil in seiner Subjektivität, Sehnsucht, dieser universellen, göttlichen, schöpferischen Sehnsucht ist. Das Problem aber nur, er muss es wissen. Wenn er nicht durch irgendeine Art Philosophie oder Bildung das erkennt, also sich dann dadurch befreit, in diesem evolutionären Selbst, was ich erläuterte, von seinen beschränkteren inneren, äußeren Erwartungen, kann er es nicht realisieren. Und also Scheler, dem er dann sagte, so, wir brauchen eine Philosophie, die das realisiert, diese Aktmetaphysik, dass ich auf einmalige Weise durch Bezug zum Grund der Dinge, zum göttlichen Wesen, zur Evolution in mir etwas freilegen kann, wenn ich es denn begreife, wenn ich es erkenne. Also quasi auch letztendlich eine Neuaktualisierung von Fichte. Also insofern, das finde ich immer spannend hier in unserer Oberlausitz, dass also letztendlich hier, so zwischen Görlitz und Ramenau, das ist da irgendwo bei Kamenz, eigentlich die quasi Quellen sind für eine Art von Philosophie der Zukunft, die also auf viele seltsame Weise dann sozusagen sich in die Welt ergoss. Gut, das soweit. Ein paar Versuche, diese Inspiration von 1914 zu erläutern.